Hallo und herzlich willkommen, liebe Delmen News User. Wir melden uns wieder mal live hier aus dem Delmenhorster Stadion zum Heimspiel des Regionalligisten SV Atlas. Heute geht es gegen die Kickers aus Emden. Das ist immer ein spannendes Spiel gegen diesen ewigen Rivalen Kickers Emden. Und wir sind gespannt, was uns heute hier erwartet. Man sieht es auf der Tribüne schon ordentlich viel los und auch die Emder haben zahlreiche Fans mitgebracht. Wir sind mal gespannt, wie es hier in wenigen Minuten dann losgehen wird bei diesem Heimspiel SV Atlas gegen Kickers Emden. So, wir... zeigen dann auch schon mal kurz die Aufstellung. Einen Moment. Wir sehen jetzt da, dass sich die Mannschaft nochmal sammelt und auch die Verantwortlichen sind alle dabei. Bildet da einen großen Kreis, um sich einzustimmen, um sich zu motivieren, um eben alles aus dieser Partie rauszuholen. Ich wünsche Ihnen natürlich dringend einen Sieg, nachdem es ja in den letzten Spielen nicht so gut gelaufen war. Und noch kurz ein Blick auf die Emder. Die wirken auch sehr konzentriert. Da läuft die Ansprache etwas kürzer, beim SV Atlas ist man noch dabei. Ehe dann gleich in wenigen Minuten hier das Spiel angepfiffen wird. So, und da sieht man nochmal, ich zeige mal kurz die Tribüne. Die Fans haben sich mal wieder mächtig ins Zeug gelegt. So, schwenkt mal kurz auf die Gästefans. Die stehen dort im Gästekäfig dort hinten. Und ja, jetzt geht es gleich los. Ich zeige nochmal schnell die Aufstellung. Das ist die Aufstellung, mit der SV Atlas nun in wenigen Sekunden hier das Spiel bestreiten wird. So, und das ist der Anpfiff. Das ist wirklich Gänsehautstimmung hier, anders kann ich das gar nicht nennen. Die Fans auf der Tribüne geben alles. Allerdings sind auch jede Menge lautstarke Kickers Emden-Fans dabei. Farblich ist das auch sehr interessant. Einmal gelb-blau, einmal blau-gelb. Sieht sehr schön aus anzuschauen. Atlas natürlich mit den gelben Trikots.
Freistoß, Nico Matern schießt. Ruppigkeiten hier auf dem Platz. So, gleich darf er aber endlich schießen, der Nico Motern. Ein Gästespieler am Boden. Behandlung. Den Beinen der Tilo Steffens. Wie gesagt, Djokovic macht den Abstoß für die Gäste. Für die Gäste. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt eingangs, das ist wirklich Gänsehautstimmung hier. Also ich wüsste nicht, weil ich das schon mal erlebt habe, hier diese Kakophonie der Fangesänge von der Tribüne schallt es richtig massig von den SV Adlers Fans. Allerdings haben die Gäste auch etliche Fans mitgebracht, die lautstark sind. Und ja, so mischt sich hier der Fangesang
der SV-Atlas-Fans, mit denen der Gäste und erzeugt eine unglaubliche Stimmung. Mannschaften können ja einen Sieg sehr gut gebrauchen. Die Emder sind ja aktuell Tabellenletzter. Erste schöne Chance, Wahnsinn für den SV Atlas. Ja, der Ball ist noch heiß. So, jetzt der Konter. Der aber geschoben werden konnte. Was ich gerade angesetzt habe, die Gäste aus Emden liegen auf dem letzten Tabellenplatz, aber auch für den SV Atlas steht es jetzt nicht viel, viel besser, denn man ist momentan auf dem 16. Tabellenplatz und damit natürlich auch nicht zufrieden. Und deswegen wäre ein Sieg heute im heimischen Stadion natürlich zumindest erstmal ein kleiner Befreiungsschlag. Einwurf für die Gäste. Nein, nicht Einwurf, sondern Strafstoß. Bastian Dassel schießt.
Freistoß für Atlas. Djokovic legt sich den Ball zurecht, nimmt Anlauf und das sieht nach einem weiten Schuss aus. Eieiei. Chance für die Gäste. Aber vorbei am Tor. Djokovic hat viel zu tun in dieser ersten Halbzeit. Schon den einen oder anderen Abschluss gemacht. Ecke Bansen war zum Glück noch nicht so gefordert. Aber das heißt natürlich gar nichts. Das war gerade Nick Köster am Boden. Delmo ist natürlich wohl bekannt. Als ehemaliger Kapitän der Mannschaft des SV Atlas spielt er hier gegen sein ehemaliges Team. Und nächste Chance für Kickers Emden. Thank you.
Jovetic schießen. Nächste Chance für den SV Adlers. Stör wird da von den Beinen geholt. Ein Schuss der Gäste, ein Distanzschuss aufs Tor von Eike Bansen. Aber da kam Julian Stör nicht mehr dran. Und wieder mal Djokovic. Thank you.
Standecke für den SV Adlers. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, liebe Fans, an den digitalen Endgeräten. Aber die sind schon laut hier, die Kickers-Fans. Ich weiß nicht, wann ich das mal hier erlebt habe, so in dieser Lautstärke. Dass Fans einer Gästemannschaft so laut waren. Nicht so ganz ohne Brisanz die Partie hier. Fußballfans werden das wissen. Bis 2016 nach einer Partie von Kickers Emden und dem SV Adlers zur Ausschreitung gekommen ist, in denen auch Fans aus Essen und Bremen beteiligt gewesen sein sollen. Hier auch auf der Bank ab. Aber die Emotionen haben sich schon wieder beruhigt, wunderbar. Da hinten, da kann man kurz zeigen, da steht die Polizei. Da kann man es ganz gut sehen jetzt, die Beamten. Links neben dem Bierwagen, weil hier sind heute besondere Sicherheitsvorkehrungen. Auch der Parkplatz vor der Stadion-Sporthalle ist heute nicht zum Parken freigegeben worden, sondern da standen diverse Polizeiautos, um hier halt für die Sicherheit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass halt nicht so ein Aufeinandertreffen der Fans gibt wie 2016. Was ja keiner will. Diskussion mit dem Schiedsrichter. Ehe dann gleich Nico Matern schießen wird.
Das Tor hat Mattia Triani geschossen. Es war die 34. Minute. Das ist 2:0. Mustafa Azazoy hat es geschossen. Wahnsinn. Ich muss mich entschuldigen, es war gar nicht Mustafa Azazoy, sondern es war Usman Touray. Nur 3 Minuten nach dem ersten Tor. Also nochmal, Usman Touray hat das
2:0 geschossen. Nicht Mustafa Sazo. Christian Dassel wieder auf den Beinen. Und weiter geht's. Genau jetzt. Thank you.
Tilo Steffens wurde da von den Beinen geholt und er darf jetzt einen Elfmeter schießen. Kann ja nicht sagen, dass es nicht spannend wäre, die Partie bisher. 2:0 für den SV Atlas, jetzt ein Elfmeter für die Gäste. Unter den Pfiffen der Atlas-Fans, die damit überhaupt nicht einverstanden sind. Der ist drin. 2:1. Minute übrigens. 21. Torschütze Nummer 21, Tilo Steffens. Timo Wundenberg. Timo, herzlich willkommen. Ja, ich bin hier gerade reingeschneit. Das reingeschneit. Hin und wieder mal. Richtung. Genau, du. Was war das für eine Situation? Ja. Wir stehen ein bisschen, eigentlich stehe ich mit meinem Kollegen da gerade ein bisschen dichter am Emdener Block und sie fingen an, einen Schmähgesang über unsere wunderschöne Delmenstadt zu singen. Und ab da kamen dann ja eigentlich die guten Torchancen innerhalb vom 3-Minuten-Takt. Also du siehst ja einen Zusammenhang. Und ich habe das Gefühl, seitdem wir hier so ein bisschen überschwänglich zusammengekommen sind und dachten, Atlas trifft eher zum dritten Mal, ja, ist da ein Elfmeter, ist auch ein Elfmeter gewesen. Und ja, was willst du dann machen? Ne? Wir haben eben darüber diskutiert, Expected Goals sagt 25% höchstens, hält das der Torwart. In der Realität ja nur noch viel seltener. Was willst du machen? Und jetzt müssen wir ja hoffen, dass das jetzt hier nicht gerade die Unzeit war, dass Emden kurz vor der Pause sich auf die neue Situation einstellen kann. Und was an Körpersprache gewinnt. Nick Köster ja schon gelb vorbelastet. Und gucken ist für sein aggressives Spiel ja gar nicht so gut. Das heißt, da merkt man ein kleines Delmhorster Herz, dass er sich die Karte da eingehandelt hat. Spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Atlas ist ja in diesem Jahr sehr, sehr gut dabei, erst was sich zu erarbeiten und das dann mit dem eigenen Hintern wieder umzureißen. Mein letzter Einsatz hier bei euch war ja mit Manuel, als ich beim Stand von 2:0 gefahren bin, weil ich noch arbeiten musste und dann entgeistert gesehen habe, dass 3 Minuten reichten, um noch auf dem Unentschieden zu kommen. Vielleicht jetzt noch im Stadion bleiben, mein Team. Ja. Ich bin jetzt aber ja da und werde auch bleiben. Ja, das hätte es ja sein können, jetzt ein Eigentor. Ansonsten würde ich sagen, Atlas im Spiel nach vorne, weiterhin zu unkontrolliert, irgendwie 5 gute Minuten, wo dann auch 2 Tore draus entstanden sind. Matti Triani macht das ja immer sehr, sehr gut da vorne, aber ja, sie spielen da dann die Angriffe nicht sauber genug aus, ist so mein Eindruck. Und dann sind da, also ist hier ja einfach sehr viel Blau-Gelb in beide Richtungen. In der Tat. Aber das ist ein farbenblinder Mensch. Ja, was merkst du, was ich da für Probleme habe, das auseinanderzuhalten. Sag mal, hast du wirklich noch einen Gesprächsgast? Ne, da kommen jetzt Tag und Oliver Schindler kommen. Okay. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bleiben würdest und noch ein bisschen was beisteuern könntest. Ja, du, dann bleibe ich da einfach noch kurz hier. Sehr schön, sehr schön. Ja, was ist denn jetzt so kurzes Fazit der ersten Halbzeit, Timo? Was würdest du sagen? Genau, also ich denke, das Ding ging ja relativ ruhig los. So. Atlas dann schon mit Vorteilen. Hat dann Emden, glaube ich, mehr in den eigenen Strafraum gelassen, als sie es wollten. Jetzt trinkt er. Ja. Hat er uns gesehen? Ja, sieht immer. Er läuft da. Genau. Ja. Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen. Genau.
Genau, also ich glaube, dass man Emden mehr ins Spiel gelassen hat, als man wollte. Emden dann auch defensiv ganz gut stand, auch ziemlich verhindert hat. Schauen wir mal gerade auf das Bild, dass man ja. Das mache ich schnell die Mütze ab, damit es ein bisschen seriöser hier aussieht. So. Da kommen wir schon zurück ins Spielbahn. Hallo. Dein Besuch hier. Moin. Übernimm doch mal, Timo. So. Ich stelle euch mal ein Mikro hin. Ja, super. Komm mal ein bisschen ran, bitte. Genau. Warte mal kurz. Christian Tag und Olivier Schindler haben wir jetzt hier. Man sieht sie noch nicht, aber jetzt sieht man sie, genau. Und ich würde sagen, unser Fußballexperte Timo von den Berg stellt jetzt mal die Fragen. Komm, Timo, genau. Auch mal rein. Genau, ja, ich glaube, das funktioniert doch. Erstmal ist ja die wichtigste Frage, wie ist die Lage gerade in Ungarn? Oder wo sitzen deine Eltern? Meine Eltern. Deine Eltern, genau. Alles super. Ja, du bist ja der junge Mann, der jetzt hier gerade seinen Vertrag bei Florian Wellmann unterschrieben hat. Ne? Genau, genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Doppelt unser Vertrag. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro, ein bisschen lauter. Versuchen wir das mal, genau. Hast du Ausschläge da? Normalerweise stehen wir immer nur anders zu dritt. Das ist schwierig gerade. Genau. Aber wie ist die Lage bei Florian Wellmann? Alles gut? Überragend. Um ehrlich zu sein, ausgezeichnet. Super. Und dann war meine Frage ja eigentlich, wie ist die Lage in Ungarn gerade? Wir grüßen immer deine Eltern, wenn wir hier zusammen stehen. Ja, liebe Grüße, ne? Auch von mir, aber ja, alles gut. Ich glaube, weiß nicht, denen geht's gut. Alles super. Wie geht's euch gerade, dass ihr nicht mitspielen könnt? Ich habe die 5. Gelbe bekommen gegen HSV, deswegen spiele ich nicht. Also gesundheitlich alles gut. Ist ja auch eigentlich gesundheitlich sowieso ganz gut, die 5. Gelbe gegen Kickers Emden zu haben. Das ist ja praktisch wie Wellness. Dann brauchst du um deine Knochen ja dir keine Sorgen machen. Ja gut, aber es stört mich schon, dass ich nicht mithelfen kann auf dem Platz. Von daher ist es eher negativ als positiv für mich. Wie sehr fehlt Oliver Schindler da vorne drin? Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Ich muss das nicht beurteilen, das müssen andere beurteilen. Ja. Also wir haben das eben ein bisschen besprochen. Es fehlt ja, ich sag mal, die Ordnung vorne drin. Der letzte Pass ist irgendwie nicht so richtig da. Da waren gerade 5 gute Minuten oder 3 gute Minuten. Wo dann auch 2 Tore draus fallen. Was meint ihr, was muss mehr kommen? Na gut, es ist natürlich für uns eine sehr, sehr schwierige Lage. Also bei Emden ist es eher so, die können frei aufspielen. Klar, es ist für die auch ein Derby, aber wenn die verlieren, stehen sie immer noch unten drin. Wenn sie gewinnen, ist halt super. Ja. Bei uns ist es so, wenn wir jetzt verlieren, wir jetzt verdammt eng, dann rutschen wir sehr, sehr weit runter. Das wollen wir halt verhindern und deswegen ist es halt für uns, finde ich, ein bisschen schwieriger, die richtigen Lösungen zu finden, den Risikoball zu spielen, weil jeder Fehler könnte bedeuten, dass wir ein Gegentor bekommen und das Spiel hier nicht gewinnen. Aber ich finde, die Jungs machen es insgesamt schon gut und wie du schon gesagt hast, gute Situation nach vorne. Da müssen wir halt noch ein bisschen genauer werden bei dem letzten Pass, bei der letzten Flanke, aber ich glaube, das kriegen die Jungs hin. Ich würde gerne erstmal auf eine Frage, die du auch vorgestellt hast, antworten. Und zwar, weil du meintest, dass es als Spieler Wellness hier nicht dabei zu sein. Das sind gerade die Spiele, wo man hier auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne, wo man unbedingt dabei sein möchte. Ne? Gerade jetzt hier 5. gelbe Karte für Schini, der will auch heute, der brennt. So, ich brenne auch. Ich bin seit 4 Monaten, sitze ich hier draußen und gucke mir das Ganze hier an. Ich sehne mich nach Minuten halt, ne? Wieder, deswegen zu dem Punkt, Gesundheit, enorm wichtig, klar. Aber in diesen Spielen, da ist dir die Gesundheit scheißegal. Da willst du zerstören, ne? Ist so. Was sagt ihr zum Elfmeter? Ihr seid ja Experten. Also gerade du als Defensivexperte. Naja, Experte ist ein Wort, ne? ja, gut, was soll man dazu großartig sagen? Hat er halt gepfiffen, bringt nichts darüber zu sprechen. Ja. Ich glaube, heute ist sowieso scheißegal, was wir für eine Ausrichtung haben oder ob es jetzt ein schönes Spiel oder nicht. Schon erwähnt, Derby, heute muss aufgefressen werden. Ja. So. Und wir werden hier heute gewinnen und da bin ich ganz von fest überzeugt. Chini ist davon auch überzeugt. Und, Bist du? Bin ich, auf jeden Fall. Wir wollen hier nur positive Energie verteilen. Wir nehmen die heute auseinander, fertig. Ja. Aber ich muss auch mal eine Frage beisteuern. Inwieweit bremst einen so ein Elfmeter? Also vorher war es ja 2-0, ja, Xhaka, kann ja fast nichts mehr passieren und dann, bam, kommt dann doch noch das Gegentor. Natürlich bremst das ein bisschen, aber das ist jetzt halt die Aufgabe, das so schnell wie möglich zu verdauen. Ja. Einfach weiterzumachen und ich meine, es war ja nicht so, dass wir schlecht gespielt haben. Oder ist das jetzt praktisch nochmal vor der Pause guter Zeitpunkt, dass Ki jetzt nochmal erzählen kann, Leute,
bleib fokussiert, das geht hier jetzt nicht von alleine. Ich glaube, das kann man so oder so sehen, weil die waren jetzt, das war die erste Aktion, glaube ich, bei uns im 16er drin überhaupt. Ja. Die waren total ungefährlich und dann kriegt man so ein vermeintlich scheiß Gegentor, ne? Ist halt leider so. Aber ja, jetzt wissen wir, dass 2-1 ist nicht 2-0, heißt, man muss die Augen aufmachen und die Führung mit Vorsicht genießen, ne? Was meint ihr, muss man Nick Köster jetzt versuchen zu provozieren? Der hat schon Gelb. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, der muss hier mit Gelb-Rot vom Platz fliegen am besten. Ne? Also das erwarte ich auch von den Mitspielern, dass die den auch schön provozieren. Und da ist auch egal, dass der letzte Saison unser Kapitän war. Auf dem Platz sind wir keine Freunde und ist einfach so. Was habt ihr, ging ja praktisch jetzt viral mit seinem Spruch bei Kicker. Bungee Jumping und Flugzeug springen braucht er nicht. Er wechselt einfach zum Erzrivalen. Wie kam das bei euch an? Ja, ich mag den Jungen, aber. Also, wie gesagt, privat sind wir sehr gut befreundet, ist ein exzellenter Mensch und ich glaube, das sollte man immer trennen. Ja. Ne? Einmal der privaten, der Mensch, Nick Köster, und einmal jetzt hier im Fußball. Die Entscheidung muss er dann nach dem Spiel entscheiden, ob er die richtig getroffen hat oder nicht. Im besten Fall hat er sie nicht richtig getroffen. Also, mich hat das nicht großartig interessiert. Genau, der Verein hat es ja auch groß gepostet und das so ein bisschen gefeiert, dass man als SV Atlas ja so indirekt jetzt viral dabei war. Wie ist so der Kontakt vorm Spiel gewesen? Habt ihr mit ihm noch geschrieben? Ich habe tatsächlich mit ihm geschrieben, auch über seine Aussage. Und da hat er halt gesagt, in einem Interview, was 20 Minuten lang geht, kann man halt eine Sequenz rausnehmen und die dann posten. Und die geht dann halt viral, ne? Ja. Weil er ja auch positive Sachen natürlich auch über uns gesagt hat, ne? Hatte hier auch eine erfolgreiche Zeit und ist auch ein guter Mensch. Okay. Das auf jeden Fall, ja. So, dann erzähl mir mal kurz, du bist beim nächsten Spiel wieder dabei. Das weiß ich ja, einmal ein Spiel Sperre, alles gut. Ja. Wann bist du wieder am Start? Also die Situation sieht so aus, dass jetzt gerade vier Monate rum sind. Ja. Und das große Ziel ist, absolut fit zu sein, wenn es in die Rückrunde geht, Rückrundenstart. Ich hoffe, dass ich Ende dieses Jahres noch mit der Mannschaft einige Sachen machen kann. Das wird man dann sehen, wie das Knie dann in der Belastung reagiert. Ich bin aber sehr, sehr guter Dinge, dass das diese Saison eventuell noch im Training irgendwie gelingt, auf Platz zu kommen. Dieses Jahr meinst du? Dieses Jahr. Die Saison auf jeden Fall und dieses Kalenderjahr, genau. Ja. Okay, wie haben wir noch? Gut aus, ne? Ja, dann erzähl mal, einstelliger Tabellenplatz war ja sowas, was rumgeisterte. Das war ja wahrscheinlich nicht euer Ziel, was ihr niemandem verraten wolltet, aber es geisterte ja so durch die Stadt. Nee, da seid ihr ja ganz offiziell. Okay, gut. Hat er gesagt? Okay, gut. Dann geisterte das nicht rum, dann ist das offiziell. Seid ihr jetzt ein bisschen von weg? Was meint ihr, wie geht die Saison aus? Ich glaube, wir können das so schaffen. Also ich habe kein Spiel gesehen, wo wir absolut Katastrophe gespielt haben, oder gibt es? Also ich muss sagen, gerade auch mit diesen Leuten, die du gerade erwähnt hast, Basti Purken, Stefan Keller, alle Leute, die hier das alles organisieren, auch ihr, die hier mit Teil des Teams sind, wir haben alle verdient, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz schaffen. Es ist natürlich schwierig, Prognosen zu stellen, aber Schini hat komplett recht. Wir sind hier in jedem Spiel natürlich, Havelse führst du 2-0, dann ist kriegst du 2-2 noch unnötig rein. Also wir sind in gewisser Weise selber daran schuld, dass wir da stehen, das wissen wir auch. Und wir wissen um unsere Qualität und dementsprechend wissen wir auch, wo wir hingehören. Und da geht es heute daran, das zu zeigen, dass wir die Punkte holen. Und jedes Spiel wollen wir gewinnen und da spielt der Tabellenplatz dann keine Rolle. Meint ihr, das Spiel heute war so ein bisschen symptomatisch? Erst die zwei Dinger gemacht, dabei auch vielleicht ein bisschen Spielglück gehabt in der Situation, dass man auf 2-0 geht. Und dann doch wieder kurz vor der Pause. Ja, klar, aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wenn wir gleich 3-1, 4-1 gewinnen, dann interessiert das niemanden, dass wir ein Tor kassiert haben. Von daher warten wir erstmal ab, aber ja, so ging es die letzten Male, wo es schief lief, ging es ungefähr so los, dass wir gut angefangen haben oder gute Phasen hatten und dann vielleicht ein Stück weit eingebrochen sind. Aber ich glaube nicht, dass das heute passieren wird. Dann haben wir jetzt noch eben Zeit. Was ist euer Tipp fürs Spiel oder dein Tipp und dein Tipp? Ich bin ja einzeln, seid ihr einzelne Leute. Ich mag keine Tipps, aber ich sag einfach, wir gewinnen. So. Da würde ich mich wirklich anschließen. Ja, dass ihr sagen müsst, ihr gewinnt, ist ja völlig klar. Müssen tun wir nichts. Wir sind davon überzeugt, dass wir gewinnen. Ja. So, und heute habe ich schon wieder, ich glaube, das erwähne ich zum dritten Mal, Derby.
die müssen einfach heulend dieses Stadion verlassen heute. So, und fertig. Sag doch mal ein bisschen was zur Stimmung. Ich habe das mal anfangs gesagt, dass ich selten eine Gästemannschaft so stimmungsstark hier erlebt habe. Wie seht ihr das? Wie kriegt ihr das mit? Unsere Jungs machen auch ordentlich Stimmung. Klar, also, keine Frage. Ich finde generell, das ist eine super Stimmung heute. Wie gesagt, beide Seiten geben Vollgas. Ja. Das ist schön so, also es wäre natürlich schön, wenn ich auf dem Platz stehen würde, aber es ist auch schön, das Spiel so zu gucken, dass so viel Stimmung da ist, ja. Gerade gestern hat die Mannschaft einen riesen Support von den Fans bekommen und das halt merkt man heute auch, dass die hinter uns stehen und wir probieren das dementsprechend auch zurückzugeben, ne? Alle Leute, die hier in dieses Stadion kommen, und wäre natürlich schön, wenn jedes Heimspiel so aussehen würde, dass Gästefans dabei sind, aber dass umso mehr natürlich unsere Heimfans genauso daran anknüpfen, was sie heute halt liefern, weil heute ist es, denke ich, ganz, ganz schön anzusehen und genau, auch zu hören. Und da muss man auch sagen, denke ich, es wäre auch von der Masterseite immer eine bessere Stimmung, wenn da wirklich Leute mitkommen in der Zahl. Ja, das ist klar. Also wir brauchen jetzt nicht diskutieren, ob das drei Emtner mehr sind als die Delmhorster, die da laut sind. Aber es ist ja schon einfach schön, wenn so ein Traditionsverein da herkommt. Und es wäre doch schön, wenn einfach drei, vier Traditionsvereine mit dem Level und dem Background mehr in der Liga wären. Ganz egal, wie toll man Kickers Emden findet oder nicht. Aber nächste Woche geht's gegen BSV. Ja, da reden wir jetzt gar nicht über die Ankündigungswerbung von denen im Internet, ne? Aber das kann ja auch eine spannende Nummer werden. Ja. Da freust du dich, wieder dabei zu sein? Auf jeden Fall. Ich bin heiß. Timo, hast du noch was im Ärmel? Da ich ja nahezu unvorbereitet hier auf meine Interviewsituation reingerutscht bin. Aber was ich im Kopf habe, ist langsam durch. Wie geht es für euch weiter? So persönlich weiter, jetzt haben wir über deinen Arbeitgeber schon gesprochen. Was machst du? Inwiefern? Dienstlich, beruflich? Ich studiere nebenbei BWL. Das heißt, das wirst der nächste Immobilienkaufmann. werden wir sehen. Na gut, die Jungs kommen raus. Genau. Super. Super, vielen Dank. Ich darf jetzt auch weiter Fußball gucken. Ja, alles klar. Euch alles Gute, danke. Gute Besserung, danke. Und dir viel Erfolg beim BSV. Und seht mal zu, dass das, was sie da gerade im Internet verbreiten, nicht der Wahrheit entspricht. Und auf gute Spiele. Super, ja. Alles klar, danke schön. Bis später, ja, ne? Danke, ciao, ciao. Danke. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, alles Gute. Genau, danke schön. Danke, ciao. So, ja, du, ich denke, ich werde mich gleich hier jetzt hier nochmal kurz beim. Damit das jetzt eine ruhige zweite Halbzeit wird, denke ich, werde ich mich wieder verabschieden. Ja, okay. Ja. Und scoute dann wahrscheinlich mal da vorne beim Tor. Vielleicht komme ich nochmal irgendwann bei dir vorbei, ja, aber schön, ich wünsche dir erstmal noch viel Spaß. Ja, danke schön. Dir auch, Timo. Und, bis hin. Danke dir. Ciao, mach's gut. Ciao. Und mein Tipp ist natürlich 4-1. Oder? Ganz ja, okay. Klar. Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort, Timo. So, liebe Devil-News-User, weiter geht's. Die Mannschaften sind... Naja, stimmt gar nicht. Bisher ist nur... der SV Atlas wieder auf dem Feld. Das hat gerade geknallt an der Nähe des Gästeblocks. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, der SV Atlas steht wieder auf dem Feld. Die Kickers aus Emden werden auch gleich kommen. Und dann geht es weiter hier beim Regionalliga-Heimspiel SV Atlas gegen Kickers Emden. Wir haben übrigens eine Neuigkeit für euch dieses Mal. Wir werden nach der Partie noch die Pressekonferenz live übertragen. Deswegen bleibt nach dem Spiel unbedingt dran, damit ihr noch hören könnt, was die beiden Trainer zum Spiel zu sagen haben. Und jetzt sehen wir hier unten auch die Gäste einlaufen. Da sagen wir lieber, sie sammeln sich erstmal, bevor sie einlaufen. Aber jetzt werden sie den Platz betreten. Da ist noch mal die Köster auch wieder. Da kommt er. Der ehemalige Atlas-Kapitän. Und da kommt der Schiedsrichter mit seinen beiden Assistenten. Und jetzt wird es in wenigen Augenblicken losgehen. Wir haben gerade gehört, einen Wechsel gab es nicht. Das heißt, die Mannschaften werden in der bisherigen Formation weiterspielen. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, bleibt nach dem Spiel unbedingt dran, denn dann wird es noch die Pressekonferenz geben.
Das wird dann ein paar Minuten dauern, weil es nach dem Abpfiff immer erst noch ein paar Minuten dauert. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Dann könnt ihr mal hören, was die Trainer zu diesem Spiel zu sagen haben. So, der Ball liegt. Matija Triani schießt und los geht's. Und die Atlas-Fans machen direkt von sich, lassen sich hören, um zu zeigen, wer hier die Hoheit hat. Und Eike Bansen hält den Ball. Wahnsinn! Andrin Daje von den Kickers hat da ordentlich vorgelegt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Zum Glück natürlich aus Sicht des SV Atlas. Und jetzt Ecke für die Gäste. Gästeblock. Chance. Hui, schön gemacht. Heike Mansen hat den Ball sicher. Thank you.
So, nächste Chance. Ja, am Tor vorbei. Einwurf von Colin Brown für die Gäste. Aber Marco Stefandl kurzzeitig am Boden aus der Ecke aufgestanden. Bansen kann die Gefahr bannen. So, Ecke. Für die Gäste. Und Eike Bansen holt das Ding. Thank you.
und Hilfsschiff Handel auf Leo Weichert. Der schießt zurück zu Eike Bansen. Nico Matern. Und weiter geht's vorwärts. Und Waffin Javati. Eine kleine Diskussion. Der Schiedsrichter konnte es klären. Gefährliche Aktion und ich muss auch sagen, in dieser zweiten Halbzeit wirken die Abschlüsse von Kegersenden präziser. Also in der ersten Halbzeit wirkt das ja alles so ein bisschen ungefährlich, aber hier muss man jetzt echt aufpassen, dass da nicht noch ein Ausgleich kommt. Weil den kann der SV Atlas ganz bestimmt nicht gebrauchen.
Und ich habe auch noch Timo von dem Berg im Ohr mit seinem 4:1. Hoffen wir mal, dass das noch was wird. Dazu müssten allerdings dann noch 2 Tore für den SV Atlas fallen. Vielleicht ja jetzt. Nein. Kündigt sich ein Wechsel an. Die Gäste wollen Tade Nieuws bringen und Jabati verlässt für ihn den Platz. Eie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 
Männer, wir müssen bissiger sein, sagte Kiribau gerade. Wieder eine Chance für den SV Atlas. Es gibt einen Wechsel. 73. Spielminute, Spielerwechsel bei unserem SV Atlas. Wir bedanken uns bei Nummer 10, Mustafa Azatsoy. Und zwar kommt jetzt F. Erdogan rein für Mustafa Azatsoy. Neues Spiel mit der Nummer 8, Efkan Erdogan. Der Spieler wird präsentiert von Bobishop24 Online Shop. Und weiter geht's.
kaum auf dem Platz, der wird auch schon von Beinen geholt, der FC Erdogan. Aber ist ja nichts weiter passiert. So, Mattia Triani wird schießen. Weiterlaufen. So, Chance für Atlas. Erdogan. Aber am Tor vorbei. Auf geht's, Atlas, kämpfen und siegen. Schallt es von der Tribüne. Ich denke, die Fans hätten auch Lust noch auf ein weiteres Tor. Iris SV Atlas. Vielleicht ja jetzt. Nein. Nächste Chance. Ecke für Atlas. Halbzeitpause schon mal gesagt, bleibt nach der Partie noch dran, denn wir werden heute zum ersten Mal danach die Pressekonferenz zeigen, in der sich die beiden Trainer zum Spiel äußern werden.
Es dauert dann immer so ein paar Minuten nach dem Abpfiff, aber das Dranbleiben lohnt sich. Dann bekommt man noch eine Einschätzung aus erster Hand von den beiden Trainern zum heutigen Spiel. Handel wirft. Er arbeitet sich langsam nach vorne. Er wirft erneut. Kontern an. Und das war nicht ungefährlich, nicht ungefährlich. Solche Aktionen darf sich Atlas eigentlich nicht erlauben. Dass man den Spieler da so frei zum Schuss kommen lässt. Und es gibt nochmal einen Wechsel bei den Emdern. Nick Köster wird das Spiel verlassen und für ihn kommt rein Ramon Issa. Und da kommt Nick Köster. Ja, die Fans bedanken sich, die SV Atlas Fans. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Parallel gibt es jetzt auch noch eine Ecke. Wieder Djokovic, der in der ersten Halbzeit mehr zu tun hatte als jetzt in der zweiten. Es gibt nochmal einen Wechsel. Und zwar jetzt Steffen Ruhe da reinkommt. 83. Und Lamin Turay wird rausgehen. Der Spieler wird präsentiert vom Hotel Bums. Neuem Spiel mit Nummer 28. Steffen Ruhe da. Der Spieler wird präsentiert vom Kia Eber. Freistoß für Atlas. Hinein, hinein, Schall ist von der Tribüne. Gucken, ob der Wunsch erhört wird. Na, leider nicht.
Schön gemacht von Eike Bansen. Noch ein Wechsel. 86. Yannick Konda geht raus und zu ihm kommt Gabriel Bemison. Hat auch eine Behandlungspause. Die See ist da am Boden. Und es gibt jetzt noch einen Wechsel. Und zwar wechselt Atlas. Und er geht ihm jetzt auch raus, der Raul. Cissé. Und für ihn kommt dann Florian Schütz. Platz. Ich wiederhole es nochmal, falls jemand nicht mitbekommen hat. Wir zeigen nachher im Anschluss an dieses Spiel noch die Pressekonferenz. Es dauert dann immer ein, zwei Minuten noch nach Spielende. Manchmal auch so 5, 6. Aber dranbleiben lohnt sich. Wir werden dann noch die Stimmen der Trainer hören. Kommt ran, Männers, kommt ran, sagt Kiribo. Thank you.
SV Atlas. Niklas Ndiaye schießt. So, Atlas im Vorwärtsgang. Das 3:1. In der 93. wurde das Tor erschossen. 3:1, Torschütze mit Nummer 32, Marco Stephandl. Jetzt mitgekriegt, Marco Stephandl ist der Torschütze. Gleichzeitig Spielerwechsel von Tom S. Wagner. Die Bewerbung von dem Torschütze mit Nummer 32, Marco Stephandl. Und Stephandl wird jetzt das Spiel verlassen und für ihn kommt Oliver Hau rein. Wer hätte das gedacht, dass in den letzten Minuten nochmal ein Tor für den SV Atlas fallen wird? Drei zu eins. Der Abpfiff ist da. Der SV Atlas gewinnt 3:1 gegen die Kickers aus Emden. Nachdem man ja 2:0 in Führung gegangen war in der ersten Halbzeit, gab es ja noch einen Elfmeter für den SV, für Kickers Emden, gab es einen Elfmeter für die Gäste.
Und in der zweiten Halbzeit konnte dann kurz vor Schluss der SV Atlas noch das dritte Tor machen. Es wird der Mannschaft, denke ich mal, Zutrauen geben, dass man hier als Sieger vom Platz gegangen ist. Wobei ich mich der Aussage von Kiribau anschließen möchte. Er sagt ja eben, Männers, wir müssen bissiger werden. Ich denke, das trifft ganz gut, denn trotz des gerade noch gefallenen Tors fand ich, waren die Abschlüsse noch etwas ungenau. Da war Kickers M teilweise ein bisschen präziser, die sich letztendlich nicht durchgesetzt haben. Und ja, man muss jetzt schauen, wie die Mannschaft das Ergebnis auswertet und wie sie es nutzen wird für die nächsten Spiele, um weiter nach oben zu kommen. Denn man will ja einstellig werden bis zum Dezember. Und mal schauen, wie das gelingt. Und wir machen kurz eine Pause und sind dann gleich wieder zurück, nämlich zur Pressekonferenz hier mit den Trainern, die nach dem Spiel immer stattfindet. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Atlas gegen Kickers M. Endstand 3:1. Bei mir Gästetrainer Stefan Emmerling und Kiribau. Bitte einmal den Gästecoach das erste Statement zum Spiel. Ja, moin zusammen. Erstmal Glückwunsch an Atlas zu den 3 Punkten. Ja, ich denke, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Erste Halbzeit meiner Meinung nach geht an Atlas. Gerade mit dem Anschlusstreffer dann zu dem 2:1, kurz vor der Halbzeit, sind wir dann besser aus der Halbzeit gekommen. Hatten auch die Großchance durch Tilo Stessens dann zum 2:2. Und ja, haben natürlich zum Schluss dann auch alles nach vorne geworfen, mussten aber immer wieder dann auch auf die gefährlichen Spitzen von Atlas aufpassen. Und dadurch, dass wir dann jetzt nicht zum Ausgleich gekommen sind, mussten wir dann halt noch das 3:1 schlucken. Ja, alles in allem ja dann auch enttäuschend, aber nicht so enttäuschend wie jetzt viele andere Niederlagen, wo wir es nicht so couragiert angegangen sind. Trotzdem muss ich mir die Tore nochmal angucken, sahen sehr abseits verdächtig aus, zwei Tore, aber daran ist jetzt nichts mehr zu ändern und wir müssen es jetzt so akzeptieren und gehen jetzt die nächsten Spiele genauso an wie heute gegen Klasse. Danke dir, auch von dir haben wir bitte verstanden. Ja, ich glaube, das Wichtigste war heute und bis heute, dass wir 3 Punkte geholt haben. Wir spielen, finde ich, eine sehr, sehr gute erste 30, 35 Minuten, also bis zu dem Elfmeter, bis zu dem 2:1. Gerade das zweite Tor überragend ausgespielt. Das war wirklich mit Selbstvertrauen gut, so wollten wir spielen, so sind wir ins Spiel gegangen. Ja, haben manchmal ein bisschen zu schnell die Angriffe gefahren, da hatte ich mir schon gewünscht, dass wir da ein bisschen souveräner und ein bisschen langsamer und uns auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass wir das bis dahin sehr, sehr gut gemacht haben. Und dann bekommt man ja, so einen Elfmeter gegen sich, dann steht es 2:1. Und in unserer jetzigen Situation interessiert dann am Ende nicht, wie die zweite Halbzeit oder wer Vor- oder Nachteil hat, sondern es geht darum, das Ding irgendwie zu gewinnen. Weil es ist ja auch klar, 6-7 Spiele, die man hintereinander nicht gewinnt, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Und deswegen, heute stehen die 3 Punkte, heute steht der Sieg. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg für die restliche Saison, kommt gut rein. Und Anne, war es das Wort. Danke, Diki. Gibt es Fragen von den Pressevertretern? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt und weiterhin viel Erfolg. So, liebe SV Atlas-Fans und liebe Delmen News-User, das war unsere Übertragung hier vom Heimspiel des SV Atlas gegen die Kickers aus Emden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, schaut beim nächsten Mal gerne im Stadion mal live vorbei oder wenn ihr verhindert seid, schaut gerne unseren Stream. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann. Tschüss.